Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP AOT Version 2. Mit dabei der Bakerman LP. Hallo. Der Streetigger. Einen wunderschönen guten Hallo. Der Biber Butzemann. Hallo. Der Crazy252. Hallo. Und immer noch der Sanga. Hallo. So, wir haben hier schon mal was aufgebaut. Wenn wir mal loslegen. Crunch. Ja. Knapper. Erstmal was happen. Happen genommen. Erstmal einen Muffin reinstecken oder wie? Sicher. Ja. Habt ihr jeder eure Remote Terminals? Ja. Haben wir. Okay. Bietet. Wer hat denn das obere da geschrieben? Keine Ahnung, also. Frag mal Crazy. Das war der Mod. Achso. Ach, wir reden hinterher noch. Ich mach's nicht. Nein. Das ist ein Autostartprogramm auf dem Server. Ja. Achso. Okay. Kann man das einmal umändern? Natürlich. File not found. Und clear eingeben, oder? Mhm. Oder muss ich jetzt klammern? Ohne. Ja. CLS reicht, glaube ich, auch, oder? Kann sein. Erklär mir doch mal ganz kurz. Also das hier ist ein Server-Rig und in dem Server-Rig steckt ein Server. Stinkt ein Server. Der stinkt auch. Der stinkt bestimmt auch. Ja. Und um auf das Ding zuzugreifen, braucht man dieses Remote-Terminal. Um das zu binden, Shift-Rechtsklick von vorne auf den Server, den man damit bedienen möchte. Klick. Und schon ist er gebunden und man sieht hier ihr alle. Wer stinkt hier? So, da stand eben, da stinkt. Okay. War das schon crazy? Stinkt schon immer. Okay, alles klar. Ja, also wir haben jetzt hier gerade ein modernes Chat-Programm erfunden. Nein. Multiplayer-Chat, ja. Mhm. So. Ist nur auf 16 Blöcke begrenzt im Moment. Was mich interessiert ist persönlich an dem Server-Rack, was kann man damit alles denn schon mal machen? Weil wenn ich das Interface vom Server-Rack mir anschaue, sehe ich ja schon mal ganz viel. Jo, also im Grunde ist ein Server-Rack ist nochmal quasi einen Tick höher im Tier als ein Computer. Und zum einen kann man eben 4 Server in einem Server-Rack haben und jeder Server ist ein eigener ständiger Computer. Also läuft ein eigenes ständiges Betriebssystem drauf. Und zum anderen kann man eben Server nochmal besser ausstatten als Computer. Also man kann mehrere CPUs reinpacken, das heißt man kann mehrere Komponenten ansprechen. Man kann mehrere Karten reinstecken, man kann mehr RAM reinstecken, also man hat mehr Speicher und kann damit bessere, größere Programme ausführen. Und um jetzt eben mit den Computern, mit den Servern was anfangen zu können, müssen sie in den Server-Rack und da kann man dann in der GUI einstellen, das sind rechts eben diese Seiten, mit welcher Seite sie quasi mit der Außenwelt kommunizieren können. Also bei dem steht jetzt halt zum Beispiel da Top, das heißt, wenn man jetzt halt oben drauf irgendwie, keine Ahnung, einen Redstone-IO-Block setzen würde, dann könnte man jetzt halt mit dem kommunizieren. Mit allen anderen Seiten nicht. Das ist einfach dafür da, dass die Server per Default sich nicht kurz schließen. Man kann natürlich dann trotzdem außen ein Kabel legen, um die Server direkt zu verbinden, wenn man das möchte. Muss man aber nicht, da ein Server-Rack im Endeffekt so funktioniert wie ein Switch und ein Power-Distributor. Also es gehen zum einen Netzwerknachrichten durch, zum anderen Strom durch. Okay. Genau, und das andere ist diese Range hier, das ist einfach die Reichweite, aus der man Server in diesem Server-Rack mit dem Remote-Terminal bedienen kann. Okay. In Blöcken, und je höher die Reichweite, desto mehr Strom frisst das Ding. Die Reichweite von unserem Messenger-System hier. Ja. Genau. Remote-Terminal, können wir mal ganz kurz gucken. Solargenerator, ein Screen, bisschen Microchip, bisschen Tastatur, Wireless-Network-Card, klar, also verständlich, was man dafür alles braucht. So. Eure Tastatur hat übrigens viel zu wenig Knöpfe, oder? Ja, bestimmt. Das ist Minecraft. Das ist ja auch nur ein 3x3. Da hat man ja auch keine Finger. Stimmt, mit dem einen Finger, den man hat, kann man nicht viel drücken. Ja. Gut. Genau. Jo, und damit kann man dann richtig schön Sachen fernsteuern, wenn man möchte. Also kann man irgendwie seine ganze Basis irgendwie verkabeln und dann mit dem Terminal von wo auch immer man ist steuern, wenn man möchte. Butze, wir haben was zu tun. Ja, das wird unser. Ja, wobei.
Damit kann man doch die Raikasa-Han, ne? Die Rotary Craft oder so, habe ich gelesen. Richtig. Die kann unterstützen man. Schon von Hause aus. Jo. Ist das denn von eurer Seite oder von Raikas Seite aus? Raika hat die API implementiert, tatsächlich. Okay. Also das ist in der Seite. Wobei es also das, das ist immer so schön, was mit der Zeit so aufpoppt. Eine Sache ist, dass das bei ihm momentan Top-Level implementiert ist. Also sprich, er hat so eine Base-Talent-Klasse, die dann von allen anderen Sachen erweitert wird. Das heißt, alles, was Block ist in Rotary Craft, ist eine Komponente. Mhm. Was so ein kleines Problem sein kann, wenn man jetzt zum Beispiel mit Crafts das ganze Zeug verbindet und dann die Computer zu viele Komponenten haben. Da ist jetzt im Endeffekt, also was ich machen werde, ist in 1.3 wird es so laufen, dass Komponenten per Standard bloß direkt vom Nachbarblock gesehen werden können. Also entweder muss ein Computer daneben stehen oder ein Adapter. Und man dann als Modder sagen kann, okay, ich möchte aber trotzdem, dass es vom gesamten Netzwerk gesehen wird. Da muss man sich halt dann darüber im Klaren sein, was das eigentlich bewirkt. Im Gegensatz zu jetzt, wo einfach alles komplett überall aussichtbar dann ist im Netzwerk. Also Netzwerk heißt, es ist irgendwie verbunden über Blöcke, die Open Computers also, fähig sind. Also Kabel zum Beispiel oder andere Open Computers Blöcke. Das erklärt auch das Phänomen, was ich beim Reaktor hatte, wo ich dann gesehen habe, plötzlich so, ich habe es an einen Block angeschlossen, sehe aber alle anderen Blöcke auch gleich mit. Okay, alles klar. Genau, also es ist so ein bisschen wie bei Applied Analytics. Also wenn es irgendwie einen anderen Block berührt, der dazugehört zum System, dann ist es auch verbunden. Okay. Man kann ja auch von Vorteil sein, ne? Ja, ja. Also ursprünglich dachte ich, überwiegen die Vorteile. Also man lernt ja immer dazu. Alkohol, man kann nicht alles vorhersehen. Ja, leider. Naja. Aber man kann ja drum herum arbeiten. Ja. Gibt aber nur ein Tier von Servern, ne? Server gibt es auch 3 Tiers. Auch 3 Tiers? Jawohl. Ja gut, steht Tier 3 dran, hätte ich immer. Ich habe mich noch nicht so richtig damit beschäftigt. Das ist, liegt halt dann auch wie bei Computern fest, was man reinbauen kann. Aber unter anderem liegt es auch noch fest, wie viele Terminals man gleichzeitig anschließen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Tier 1 hätten, da könnte man plus 2 anschließen. Das heißt, ihr könnt stimmt, nicht, hat sie eben erzählt. Nicht alle... Hätte ich aufpassen sollen. Ja, das war ja noch vor der Aufnahme. Okay. Genau, dann kann man halt nicht alle gleichzeitig anschließen. Und wenn man dann ein drittes versucht anzuschließen, dann wird das erste wieder abgekopselt zum Beispiel. Aber der verbraucht doch jetzt schon im Standalone, also hier so jetzt im Stand, ganz schön viel Energie. Das ist halt von der Reichweite. Also wenn man jetzt die Reichweite mal auf 0 runterschrauben würde, dann wäre es deutlich weniger. Verdammt, unser Messenger-System ist weg. Und wenn man es dann mal hochschraubt auf Maximum, dann geht das noch ein bisschen schneller. Ja, oh, doch, sieht man. Oh, ja, jetzt sieht er mal was. Begrenzt durch die 400 RF, die die Hardened Energy Cell noch ausgeben darf. Ah, ja. Ja, vermutlich. Sonst würde der wahrscheinlich noch mehr ziehen, ne? Flupp, Cube weg. Was passiert eigentlich, wenn der nicht genug Strom kriegt? Geht der dann komplett aus oder schaltet der nur die Reichweite runter? Dann geht er aus. Also da der Puffer ja geteilt ist zwischen allen Dingen im internen Netzwerk, heißt, wenn der Strom weg ist, ist er weg. Das heißt, alles geht aus. Okay. Also gibt es jetzt mir auch die Möglichkeit, dass ich jetzt mit dem Server Rack über mein Taste drücken. Hallo, ja, hallo. Entschuldigung. Ja. Ah. Oh Mann, Also gibt es jetzt mir die Möglichkeit, über das Server Rack, über meine Remote-Steuerung auch einen Roboter zu steuern? Wenn der Roboter eine Wireless-Karte drin hat, ja. Ja, das ist Voraussetzung, klar. Genau, aber ja, genau. Also du könntest dann im Endeffekt irgendwie über dein normales Netzwerk vom Server aus mit dem Roboter kommunizieren und den Roboter irgendwelche Sachen machen lassen, ja. Okay, super. Wie weit gehen eigentlich die Wireless-Card von den Computern? Auch 400 maximal. Und auch kann da man auch so Relay-Station bauen? Genau, ja, das weitergibt. Genau, es gibt einen Access Point-Block und der leitet dann Nachrichten weiter. Blinkt auch schön. Ohne immer, dass man was tut. Es ist gut, dass du das mir ansprichst, weil dieser Access Point hat ja noch eine Zusatzfunktion. Genau, der Access Point und der Switch, beide dienen auch als Adapter quasi, um mit Computern zu kommunizieren. Genau. Also wenn man die neben einen oder eben über ein Modem an einem Computer von Computercraft anschließt, dann sehen die so aus wie Modems von Computercraft selber und senden auch Events nach Computercraft wie die Modem-Nachrichten von Computercraft selber. Sprich, man kann ganz transparent Nachrichten zwischen Open Computers und Computercraft hin und her schicken. Also quasi, man muss nicht alles gleich auf einmal umbauen, man kann das schrittweise machen. Ja, oder einfach dann halt dabei bleiben und es weiterhin von der Seite, die man kennt, so machen, wie man es kennt.
Okay. Putze? Bei den Access Points. Mhm. Wenn die von Punkt zu Punkt funken, dann müssen doch nur die Stationen geladen sein, oder? Die Chunks dazwischen interessieren den noch nicht, ob die geladen sind oder nicht. Richtig. Also das wirklich nur schon. die Access Points mit den Computern. Es müssen nur die Endpunkte des Wireless-Netzwerks verbunden irgendwie geladen sein, ja. Scheiße, ich kriege Angst. Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Nein. Oh, nein. Genau. Und also, ich weiß nicht, ob ich es vorher schon gesagt habe, aber die Drahtlos-Reichweite ist auch 400. Also im Endeffekt, das ist das gleiche Setting, was verwendet wird. Die gehen aber nicht, je höher die stehen, umso weiter machen sie wie bei... Nein, das ist ein bisschen anders, das System. Es ist tatsächlich so, dass zwischen zwei Endpunkten, wenn eine Nachricht geschickt werden soll, wird ein Raycast gemacht und da werden ein paar Blöcke rausgesampelt, also damit es performant bleibt, werden halt ein paar Blöcke rausgepickt und davon wird die Härte genommen und wenn eben die Härte der Blöcke zusammen addiert größer dann ist als die Signalstärke minus der Reichweite, schöne Formel, ne? Mhm. Dann kommt die Nachricht tatsächlich nicht durch. Also es hängt tatsächlich davon ab, was da für Blöcke zwischen den beiden Endpunkten sind, ob die Nachricht durchkommt oder nicht. Aber und wenn nur Luft dazwischen ist, dann reicht es, wenn die Stärke einfach so stark ist, wie die Distanz der Blöcke. Aber das sind nur die Blöcke, die direkt neben dem Ding stehen? Die irgendwo auf dem Weg dazwischen sind. Also wenn man sich so vorstellt, dass man irgendwie eine Linie dazwischen zieht, dann wird... Aber der checkt dann nicht alle 400 Blöcke, oder? Lass mich mal ausreden. Mann, sorry. wenn man so eine Linie zieht und dann werden einfach auf dieser Linie ein paar Punkte zufällig ausgewählt, eben gesampelt und an dem Punkt mitgeschaut, ob da ein Block ist. Sprich, es kann durchaus sein, dass mal eine Nachricht durchkommt, mal eine Nachricht nicht durchkommt, je nachdem, wie gesampelt wird. Was passiert denn, wenn der Chunk nicht geladen ist? Dann sind da keine Blöcke, dann kommt die Nachricht durch. Gut, also nichts dazwischen laden dann. Ja, dann kommen wir. Gut, ja. Also wenn da ein Berg zwischen ist, den auf keinen Fall laden. Ja. Was kommt die Nachricht? Weiß es keiner, hat keiner gesagt, aber prinzipiell. Okay, ja. Okay. Wir schneiden das raus. Kann man das irgendwie dann auch mit einem Messwerkzeug oder sowas testen, wie viele Blöcke da dazwischen sind, ob die Nachricht durchkommt oder nicht? Nee. Darfst du ausexperimentieren. Okay. Geht das dann oder irgendwo, da ist das jetzt, weil das habe ich ja gar nicht irgendwo gelesen. Gut, ich habe jetzt auch nicht alles gelesen. Glaube ich, steht irgendwo. Also Notfall steht es im Forum dreimal, viermal, jedes Mal, wenn er gefragt hat. Aber ich glaube, steht auch in der Wiki. Genau. Und man kann auch bei der Netzwerkkarte, der Drahtlos-Netzwerkkarte einstellen, mit welcher Stärke er eben schicken soll, weil je nach Stärke braucht es mehr Strom, um es zu schicken. Mhm. Also wie bei dem bei dem Remote-Dingens da. Quasi, nur, dass es da halt dann nur beim Schicken der Nachricht ist, nicht dauernd. Mhm, okay. Bringt es auch was, den Empfänger hochzudrehen oder das ist egal? Nee, das ist egal. Es geht gerade um den Sender. Also nur Sendeleistung erhöhen. Richtig. Mhm. Gut zu wissen. Wie im echten Leben. Quasi. Mhm. Na, du bringst doch was, die hochzustellen, weil da die Chance höher ist, dass da Luft ist. Man kann es ja dann mal ausprobieren und testen, ob die Nachrichten durchkommen, erfolgreich oder nicht oder so. Oder man kann sich sein eigenes System schreiben, das irgendwie Synec macht und schaut, ob es angekommen ist oder nicht. Mhm. Ja, so mit zurücksenden und so. Genau. Ist angekommen. Mhm. Das heißt, man kommt nicht von unter der Erde nach oben. Wenn du direkt über dir ein gerades Loch nach oben hast, könnte schon klappen. Dann. Aber nee, so direkt durch Bedrock durch, keine Chance. Okay. Es wird in 1.3, nochmal so ein bisschen anteasern, eine neue Karte geben, die von Ende zu Ende kommunizieren kann, aber auch bloß von Ende zu Ende. Die wird in Paaren gecraftet und die geht beliebig weit, auch durch verschiedene Dimensionen durch. Kostet aber ein bisschen mehr Energie, ein Paket zu schicken. Und geht, wie gesagt, bloß zwischen diesen beiden Karten dann. Mhm. Sprich, da kann man dann sich das Ganze ein bisschen vereinfachen, wenn man möchte. Okay. Macht aber auch Sinn. Ist okay. Kommt aber erst mit 1.3. Kommt erst mit 1.3.